guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen beim Report. Unterwandert, wie groß war das Agentennetzwerk rund um Megisto Otto und wie eng die Verbindungen nach Moskau? Wer trägt die politische Verantwortung? Dazu live die Sicherheitssprecher von NEOS, Stefanie Crisper und Christian Stocker von der ÖVP. 13 Listen, warum die Innsbrucker Stadtpolitik so zerstritten ist und was das für die Gemeinderatswahl am Sonntag bedeutet. Und Fake-Wahlkampf, wie groß ist die Gefahr, dass bewusst gestreute Falschinformationen Wahlen beeinflussen? Über Spione und Agenten, guten Abend, haben Sie in den letzten Tagen vermutlich viel gehört, gesehen und gelesen. Was nach James Bond oder wie einst der dritte Mann klingt, ist aber vielmehr eine Grundsatzfrage, mit der sich heute Abend kurz vor unserer Sendung der Nationale Sicherheitsrat nach der Verhaftung des ehemaligen Verfassungsschutzmitarbeiters Egisto Ott beschäftigt hat. Der Vorwurf, der wiegt schwer. Jahrelang sollen vertrauliche Infos an den russischen Geheimdienst und, wie Reportrecherchen zeigen, bis in den Iran weitergegeben worden sein. Und damit stellen sich mittlerweile immer mehr Fragen. Wie war das jahrelang möglich? Ist das Agentennetzwerk sogar größer als bisher angenommen? Und was heißt das für den Staat und somit für unser aller Sicherheit mit Blick nach Moskau? Bevor wir das mit den Sicherheitssprechern von NEOS und ÖVP direkt nach der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates hier live im Studio besprechen, liefern Stefan Dauberwer, Martin Busch und Alexander Sattmann einen Überblick sowie die neuesten Erkenntnisse. Spurensuche in Kärnten. Paternion, Villachland. 6000 Menschen wohnen in dieser Marktgemeinde. Unter ihnen einer, der jetzt für internationale Schlagzeilen sorgt. Egisto Ott, Polizist, ehemaliger Staatsschützer, nun U-Häftling. Am Karfreitag verhaftet, hier in seinem Haus. Er soll für den russischen Geheimdienst FSB spioniert haben. Die Gerüchte, Küche brodelt heute, ist ganz klar. Aber was will man tun? Das denkt man nie, dass man so große Leute hat bei uns da, dass die da so sehr verwickelt sind in so eine Machenschaften. Das ist schon was Außergewöhnliches da, in dem kleinen Ort. Ja. Kennen Sie den Herrn Ott? Ja, vom Segen. Im Ort ist Ott gut vernetzt, steht regelmäßig auf dem Tennisplatz. Beim Seniorenturnier vor 2 Jahren wird er trotzdem nur Letzter. Ein Sack Zwiebel ist sein Trostpreis. Für Ott läuft es derzeit gar nicht gut. Am Freitag geht es vom Tennisplatz in Kärnten nach Wien in die U-Haft. Bereits zum 2. Mal. Schon vor 3 Jahren saß Ott wegen Spionageverdacht hier in der Justizanstalt in der Josefstadt. Sein prominentestes Opfer soll der bulgarische Aufdeckungsjournalist Christo Grossev sein. Der Putin-Kritiker musste Österreich verlassen. Ott soll den Russen auf der Jagd nach ihm geholfen haben. Wir erreichen ihn in den USA. Egisto Ott. Egisto Ott muss gewusst haben, dass all diese Abfragen über Menschen, die für die russische Regierung interessant sind, ein Dienst für den russischen Geheimdienst waren. Ich schließe aus, dass er unschuldig und nur geldgierig ist. Heute ist die Verdachtslage gegen Ott erhärtet, dank des britischen Geheimdienstes MI5. In Chats zwischen dem nach Moskau geflüchteten Wirecard-Manager Jan Marschalek und dem in London verhafteten Spion Orlin Rusev kommt Ott ins Spiel. Ott hat laut dem Haftbefehl die Wiener Adresse von Christo Grossev an die Russen verraten. Die Folgen waren massiv. Ein Zitat aus Otts Haftbefehl. Am 11.06.2022 berichtete Orlin Rusev Jan Marschalek, dass das SEAL-Team erfolgreich die Wohnung des Grossev betreten habe und einen IBM-Laptop und USB-Sticks mitgenommen habe. Der Putin-kritische Journalist flüchtete danach aus Sorge um sein Leben. Sie hatten ein ganz klares Ziel. Sie wollten bei mir den Laptop stehlen, den ich für die Nawalny-Recherchen verwendet habe. Sie hatten ein Bild des Laptops aus der Nawalny-Dokumentation. Sie dachten jedoch nur, dass sie ihn haben. Tatsächlich gestohlen haben sie ein altes Gerät, auf dem war nichts Wichtiges abgespeichert. Was wäre passiert, wenn der Herr Grossev in der Wohnung gewesen wäre? Also der Mann, der über den Nawalny-Giftmordanschlag recherchiert hat, wäre der noch am Leben? Also das, was sich so als Agentenkrimi darstellt, so dritter Mann hat es immer schon gegeben, Wien, Stadt der Spione, ist für einzelne Menschen lebensgefährlich. Und darum ist das nicht irgendeine burleske Agentenkomödie, sondern es ist ein Fall, der Menschen in Lebensgefahr bringt. Und daher ist es eine Staatsaffäre. Wie wurde aus dem einfachen Staatsschützer Egisto Ott ein mutmaßlicher Spion für den russischen Geheimdienst?
Sein früherer Chef Peter Griedling kennt zumindest die Anfänge seiner Abwege. Wir haben aus dem Ausland Hinweise erhalten, dass Ott möglicherweise während seiner Tätigkeit als österreichischer Verbindungsbeamter in der Türkei von den Russen kultiviert worden wäre oder angeworben worden wäre. Es wurde uns berichtet, dass es hier offensichtlich einige Treffen zwischen Ott und russisch dort stationierten Russen gegeben hat. Das an und für sich ist noch nichts Strafbares. Die Frage ist, kommt es da zu weiterführenden Handlungen? Und alles das, was zu diesem Zeitpunkt als Information vorgelegen ist, war aber nicht geeignet, ein Strafverfahren einzuleiten. Der umtriebige Herr Ott. Ermittler dokumentieren mehr als 380 unbefugte Abfragen Otts in den unterschiedlichsten Datenbanken. Vom EKIS über das Fingerabdruck-Identifizierungssystem bis hin zum Strafregister. Betroffen sind zumeist im Ausland lebende russische Regimegegner. Die Daten dürften direkt zum Geheimdienst in Moskau gegangen sein. So auch die drei Handys von Spitzenbeamten des Innenministeriums. Beim mittlerweile berühmten Bootsunfall in Tulln fallen die Handys ins Wasser. Über mehrere Umwege landen sie schließlich über das damalige BVT bei Egisto Ott. Er übergibt sie in Wien-Floridsdorf an russische Agenten in der Wohnung seines Schwiegersohns. Auch der wird kurzzeitig festgenommen. Um hier Druck auf den Herrn Ott aufzubauen, hat man hier vermutlich, und davon bin ich überzeugt, den Schwiegersohn mit in die Ermittlungen gezogen, obwohl man schon von vornherein gewusst hat, dass er eigentlich mit dem Ganzen nichts zu tun hat. Also da versucht man, die beiden Personen gegeneinander auszuspielen. Das ist eher ein schlechter Krimi, wenn man sowas macht. Ja, das funktioniert in Amerika, aber nicht in Österreich. Die in Floridsdorf übergebenen Handys gehen auf Reisen. Von Wien über Istanbul und dann direkt in die FSB-Zentrale in Moskau. Dabei auch ein besonders sensibler SINA-Laptop mit verschlüsseltem Inhalt. Woher der Computer stammt, ist unbekannt. Was hätte etwa Russland von so einem Laptop? Wir fragen beim österreichischen Bundesheer nach. Dort wird zumindest so eine Verschlüsselungstechnologie verwendet. Hat er nur das Gerät gestohlen, dann ist die Technik so gut, dass der eigentlich keine Möglichkeit hat, Daten herauszulesen. Wenn er eine PIN plus die Chipkarte bekommt, dann kann er das Gerät hochfahren und alles, was auf dieser SINA Workstation, auf dem SINA Notebook drauf ist, herunterladen und lesen. Das Bundesheer vermisst keinen SINA-Computer. Nein, wir vermissen keinen SINA-Computer. Wir haben SINA-Technologie im Einsatz für Verschlüsselung von Übertragungsstrecken, sprich normales Schlüsselgerät. Aber SINA-Workstations, wo auch Daten gespeichert sind, haben wir nicht in Verwendung. Ich kann definitiv sagen, dass während meiner Zeit es keinen SINA-Laptop im BVD gab. Gerne hätten wir auch seinem Nachfolger, dem jetzigen Direktor des DSN, diese Frage gestellt. Jedoch stand er für ein Interview nicht zur Verfügung. Seit kurzem liegen dem Report exklusiv die vom britischen Geheimdienst abgefangenen Chats zwischen Jan Marszalek und Olin Rousseff vor. Aus ihnen geht hervor, wie wichtig den beiden Spionen der SINA-Laptop ist. Im November 2022 schreibt Marszalek unter einem Decknamen an Rousseff: Hast du eine Tasche zum Abschirmen des Laptops? Rousseff antwortet: Laptop schon im Faradayschen Käfig. Marszalek: Sie könnten theoretisch ganz frech das Gerät orten. Und weiter: Haben wir Techniker, die prüfen können, ob der Laptop mit der Außenwelt kommuniziert? Der Laptop ist offenbar auch für andere interessant. Marszalek: Der Laptop ist gerade problemlos durch den Zoll und unterwegs zur FSB-Zentrale Lubjanka. Und kurz darauf: Der Iran wird ein glücklicher Käufer sein. Wo der Laptop heute ist, ist unbekannt. Februar 2018. Unter Innenminister Herbert Kickl kommt es im BVT zu einer Razzia. Grundlage liefert ein obskures Pamphlet, an dem Ott mitgewirkt haben soll, was dieser allerdings bestreitet. Darin viele Anschuldigungen, unter anderem gegen einen BVT-Referatsleiter. Otto Dietrich hat ihn verteidigt, hängen geblieben ist nichts. Aber die Ermittlungsbehörden waren gelähmt. Für den Anwalt kein Zufall. Der nachrichtendienstliche Hintergrund bei dem Pamphlet ist sicherlich gegeben und da hätte man wesentlich sorgfältiger aufpassen müssen, was kann dahinter stehen, dass hier ein Bundesamt für Verfassungsschutz dermaßen geschwächt wird durch die Hausdurchsuchung.
Welche Indizien sehen Sie dafür, dass es nachrichtendienstliche Hintergründe dass ist? Dass die Kombination des Pamphletes mit allen weiteren Schritten einer gewissen Planung bedarf, die nicht von heute auf morgen sozusagen zufälligerweise passiert. Mit weiteren Schritten meinen Sie die Hausdurchsuchung? Zum Beispiel die Hausdurchsuchung, ja. Nach der Verhaftung von Egisto Ott bleibt vieles rätselhaft. Und vieles muss offenbar neu bewertet werden. Und ebenso viele Fragen hätten wir dazu an Bundeskanzler Karl Niehammer gehabt, der den Nationalen Sicherheitsrat ja heute einberufen hat, aber keine Zeit hatte. Ebenso der frühere Innenminister und FPÖ-Chef Herbert Kickl, FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, wie auch der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. Dafür sind aber direkt nach der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates die Sicherheitssprecher der NEOS, Stefanie Crisper, guten Abend und danke fürs Kommen, zu uns gekommen. Und ebenso ÖVP-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Christian Stocker, ebenso danke. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Herr Stocker, ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Der Bundeskanzler hat den Sicherheitsrat einberufen. Dort hat es hoffentlich eine schonungslose Analyse gegeben, da auch der Kanzler die österreichische Sicherheit gefährdet sieht. Was hat denn diese schonungslose Analyse nun ergeben? Wie steht es um unsere Sicherheit? Ja, Sie wissen, dass die Gespräche aus dem Nationalsicherheitsrat vertraulich sind. Also ich kann Ihnen aus dem Sicherheitsrat nichts berichten. Aber ich kann Ihnen eines sagen, dass diese Dimension, die hier offenkundig wird in diesem Spionageskandal, eine ist, die einem schon betroffen macht, weil es ist einerseits ein Kriminalfall, der Auslandsbezüge hat, der auch Menschen gefährdet hat, sogar im Leben gefährdet hat, der aber auch eine massive innenpolitische Komponente hat, weil wir in diesem Verbindungsnetzwerk des Egisto Ott auch viele Persönlichkeiten und Personen sehen, die politische Funktionen hatten oder haben. Die politischen Verantwortungen wollen wir heute klären. Aber um die Dimension zu begreifen, noch eine Nachfrage. Wissen Sie von diesen Geräten, wir reden da von drei Handys, von sehr ehemaligen hohen Staatsbediensteten und einem Laptop. Wissen Sie, was darauf war? Und ist mit solch einem Material Österreich oder sind damit Personen erpressbar oder ist sogar die Sicherheit zu gefährden? Gibt es dieses Potenzial? Also was auf diesen Datenträgern war, weiß wahrscheinlich Peter Pilz, weil der hat sehr oft zack, zack auch veröffentlicht, die Daten aus dem Kolbmüller-Handy. Sehr, hoffentlich auch sehr, das Innenministerium. Sehr bald, nachdem dieses Handy offensichtlich widerrechtlich ausgewertet wurde. Und das ist auch die Dimension, die ich hier in der politischen Landschaft sehe. Wir haben Verbindungen über Jennewein zur FPÖ. Wir sehen jetzt, dass die Zerschlagung des BVD vielleicht einen ganz anderen Zweck diente als ursprünglich angenommen, nämlich ein neuer Geheimdienst im Außenministerium, in dem wieder Egisto Ott eine Rolle spielen sollte. Das alles als quasi Russland-Spion in Österreich. Daher stellt sich schon die Frage, welche Rolle hat die FPÖ, Herbert Kickl, hier gespielt? Weil wir wissen ja, dass Russland im Verdacht steht, auch Wahlen zu beeinflussen, auf Demokratien Einfluss zu nehmen. Und ich frage mich, war die FPÖ das Einfallstor für die Beeinflussung an unserer Demokratie oder unserer Wahlen in Österreich? Genau, es geht um Verantwortlichkeiten, aber davor noch eine grundsätzliche Frage, Frau Crisper. Die Sicherheitssprecher, so wie der Stocker, Sie sind ja das für die NEOS, wissen auch nach dieser Sitzung nicht, welche Infos möglicherweise in russischen Händen sein könnten. Sie waren nämlich auch für unser Publikum ganz wichtig in London mit allen Sicherheitssprechern beim britischen Geheimdienst. Und durch den wurde erst möglich, dass Egisto Ott verhaftet werden konnte. Nun, man ließ uns nicht zum britischen Geheimdienst, wohl aus Gründen. Wir hatten Termine weiter unten im Niveau. Aber nein, der Nationale Sicherheitsrat hat beratende Funktion, wo wir einfach gemeinsam, und zwar mit dem Auge auf die Sicherheit Österreichs, diskutieren sollen, was nötig ist. Und wir haben entsprechend heute einen Antrag eingebracht, dass die österreichische Sicherheitsstrategie überarbeitet gehört, weil dort noch immer Russland als strategischer Partner definiert wird. Und daraus leiten natürlich die Ministerien ihrer täglichen Arbeit ab, wie sie zu handeln haben. Und wir sehen, dass auch unter dieser Regierung noch viel zu wenig passiert, um eben Spionage zu unterbinden, um effizienter gegen sie zu ermitteln, auch digitale Spionage. Es werden viel zu wenige Diplomaten ausgewiesen, wo klar ist, dass ein Drittel jener, die hier sind, einen Spionagehintergrund haben. Und dementsprechend unser Ansatz,
die Strategie zu erneuern, um Bewusstsein zu schaffen dafür, dass Russland nicht mehr ein strategischer Partner ist, sondern wir in Wahrheit auf allen Ebenen, in allen Ministerien hier wehrhaft sein müssen. Da haben wir Konsens, aber das geht uns viel zu langsam und ist auch unter ÖVP-grüner Regierung vernachlässigend, wie langsam wir auch Vergleich mit anderen Ländern sind, eben auch mit London, wo mir bilateral gesagt wurde, a community, die EU in dem Sinne, is only so strong as its weakest member. Und dann der strenge Blick auf eine österreichische Vertreterin, weil natürlich wir hier leider eine der schwächsten Staaten in Europa sind und dadurch unsolidarisch allen anderen Mitgliedstaaten gegenüber. Herr Stocker, Sie wollten ja unbedingt um die politische Verantwortlichkeit sprechen. Jetzt nur mal einordnen, es dreht sich hier alles um, beziehungsweise dieses Netzwerk, das ist der ehemalige Wirecard-Manager Jan Marschalek, der ja möglicherweise noch größeres Netzwerk in Österreich gehabt haben könnte. Und da fällt natürlich auch die ÖVP in die Verantwortung, nämlich das Innenministerium. Es gab auch nach Falter-Recherchen schon Warnungen vor russischem Einfluss, vor allem im Innenministerium unter Innenminister Sobotka, weil Sie haben die FPÖ angesprochen. Was macht denn die ÖVP, um auch ihre Verantwortung zu klären, ihre eigene? Ja, es überrascht mich nicht, dass es auch scheinbar im ORF keine Affäre geben kann, ohne dass die ÖVP hier beteiligt werden soll. Das ist keine Affäre, die ÖVP stellt das Innenministerium. Ja, aber wenn Sie den Falter-Artikel, den Sie zitiert haben, hier lesen, beziehungsweise auch zur Gänze zitieren, es ist ja so, dass 2016 Hinweise es gegeben hat, und denen wurde nachgegangen. 2017 ist Egisto Ott das erste Mal suspendiert worden. Es ist ja nicht so, dass da nichts passiert ist. Vom Bundesverwaltungsgericht, das ist nicht das Innenministerium, ist diese Suspendierung aufgehoben worden. Das kann man wohl dem Innenminister nicht vorwerfen. Aber dennoch, um nur einzuhaken, dann Frau Crisper, der Vollständigkeit halber. Egisto Ott konnte ja auch nach der Suspendierung noch im Jahr 21 offenbar Daten absaugen und Daten abrufen. Da war auch damals der Innenminister Karl Nehammer verantwortlich. Also kann man diese Verantwortung so vom Tisch wischen? Ja, ich sehe es ja mit Interesse, wie Sie einen nach den anderen die Funktionen in der ÖVP hatten, hier hineinnehmen wollen. Aber jetzt sage ich Ihnen nochmal, er wurde suspendiert, aus dem BVD abgezogen, woanders Dienst zugeteilt. Wenn hier rechtswidrige Machenschaften vor sich gegangen sind, dann wird das aufzuklären sein. Aber zu sagen, und das ist die Verantwortung des Innenministers, wenn Konsequenzen gezogen worden sind, aber die Suspendierung dann nicht vom Innenministerium aufgehoben wurde, finde ich ein wenig weit hergeholt. Wir haben natürlich von der FPÖ abwärts alle hier ins Studio eingeladen. Frau Crisper, kann das in einem Untersuchungsausschuss, den Sie fordern, zusätzlich zu den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen überhaupt aufgeklärt werden? Wir haben eigentlich seit die Causa Marschalek Wirecard aufkam gemeint, es braucht einen Russland-Untersuchungsausschuss, insbesondere nach dem Ende der letzten U-Ausschüsse. Wäre das unsere Priorität gewesen? Mit der FPÖ geht man da gar nicht ins Gespräch. Die SPÖ hatte auch andere Interessen. Demnach haben wir jetzt die anderen zwei U-Ausschüsse, die hier ein paar Sitzungstage noch haben. Ich möchte aber schon dem Kollegen Stocker sagen, dass wir uns vielleicht einig sind, dass die FPÖ ein massives Sicherheitsrisiko ist für Österreich. Im besten Fall sind sie willfährige Idioten von Putins Russland, im schlimmsten Falle sind sie hier sich dessen bewusst, was sie tun. Aber wenn die ÖVP nicht selbstreflektiv sich dessen bewusst wird, dass ihre Verantwortung ist, dann haben wir in Zukunft auch ein Problem. Weil wer hat denn Kickl zum Innenminister gemacht? Wer hat ihn ins Innenministerium gelassen? Die ÖVP. Und das ist eine Verantwortung, die sie nicht wegreden können. Und das Netzwerk von Marschalek, das hineininfiltrierend in das BVT aktiv wurde, das ist gewachsen unter ÖVP-InnenministerInnen. Und das ist auch nicht wegzudiskutieren. Und da hätten natürlich entsprechend Kontrollinstrumente schon greifen müssen, damit etwas derartiges gar nicht passieren kann. Und da muss man auch in Zukunft sofort nachbessern, weil wie weit ist das Netzwerk noch? Wie weit reicht es noch? Wie sehr ist der jetzige Verfassungsschutz davon nicht betroffen? Das ist eine ernstzunehmende Frage. Ist er davon betroffen? Kann man das ausschließen? Also zu Herbert Kickl ist mir schon wichtig zu betonen, es war schließlich die Volkspartei, die diese Regierungszusammenarbeit wegen Herbert Kickl beendet hat. Sie wissen, dass es durchaus eine Fortsetzungsmöglichkeit gegeben hätte. Wegen eines Videos. Weil wir erlebt haben, wie Herbert Kickl dieses Ressort dann tatsächlich führt. Und ich sage Ihnen, ja, wir haben eine Regierung mit der FPÖ gebildet, wo Herbert Kickl Innenminister war. Wir haben sie beendet wegen Herbert Kickl und seiner Tätigkeit als Innenminister. Kurze Nachfrage. Wenn Sie sagen, Sie haben, das wissen wir jetzt schon seit mehreren Monaten, kein Vertrauen zu Herbert Kickl, er sei, Zitat, ein Sicherheitsrisiko, dann wird er am Donnerstag im Untersuchungsausschuss dazu Stellung nehmen, aber auch sein ehemaliger im Innenministerium Kabinettschef
der jetzt aber in Niederösterreich Clubobmann ist und mit der ÖVP koaliert. Wie geht das dann da, dass man da Vertrauen hat und dort nicht? Das Vertrauen des Clubobmannes, das müssen die Abgeordneten haben und nicht die ÖVP. Der Herr Magister Teufel ist Clubobmann des FPÖ-Landtagsclubs, wurde von dort gewählt, nicht von der Volkspartei. Wir haben für den Clubobmann der Freiheitlichen Partei überhaupt keine Verantwortung. Frau Kisper, wenn wir noch einmal zur Verantwortung kommen, eben dass das mit der FPÖ geht oder beziehungsweise nicht ging. Es gibt viele Anfragen, die Sie in den letzten Jahren gestellt haben, unter anderem auch von dem grünen Kollegen, Ihrem Koalitionspartner Stöckmüller, wo der Verdacht geäußert wird, dass Jan Masalek aber auch zu Firmen Kontakt gehabt haben könnte, die die Sicherheitssoftware für den DSN, ich übersetze wieder, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste, also die Nachfolgeorganisation, bereitgestellt hat. Erhärten sich diese Vorwürfe? Ja, es gibt noch immer leider den Verdacht, dass im Verfassungsschutz teilweise mit einer Software gearbeitet wird, mit Programmen, die, wenn man sich dahinter die Eigentumsverhältnisse ansieht und die früheren Besitzer, wo die wiederum tätig waren, auch russische Bezüge haben. Und das Problem ist, dass anscheinend man bei Vertragspartnern, wenn sie natürliche Personen sind, Menschen, einen Check macht, aber bei juristischen Personen, Firmen, nicht in einem Ausmaß, wie wir das für wichtig erachten würden. Und dem muss man weiterhin nachgehen und auch hier verifizieren, dass es einen Kontrollmechanismus gibt, der auch greift. Also Frau Kollegin, bei aller Wertschätzung, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie in England darauf hingewiesen worden sind, dass jede Kette so stark ist wie das schwächste Glied und haben gemeint, man hat sie angesehen dabei, weil sie aus Österreich kommen. Und jetzt sagen Sie hier Dinge völlig unbewiesen, die wieder dazu führen können, dass unser neu aufgestellter Nachrichtendienst, Staatsschutz, wieder an Vertrauen verliert. Ich weise das wirklich zurück. Wir haben die DSN neu aufgestellt, wir haben sie gut ausgestattet und sie hat mühsam zurückgewonnen, was unter Herbert Kickl zerstört worden ist. Und das zu gefährden, halte ich auch in Ihrer Funktion als Sicherheits-, auch in Ihrer Rolle als Sicherheitssprecherin für nicht tragbar. So wird man zum schwächsten Glied, wie Sie gerade argumentieren. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Stocker, dann schließen Sie hiermit heute aus, dass die Direktion für Staatsschutz quasi abhörsicher ist, da kann keine Information rausgehen und wir sind jetzt sicher quasi vor russischem Einfluss oder vor Unterwanderung. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass in der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst alles vorgesorgt wurde, dass das nicht passiert. Und dieser Nachrichtendienst hat mein volles, uneingeschränktes Vertrauen. Und das sollte das Vertrauen des gesamten Parlaments sein, das dieser Nachrichtendienst genießt, weil wir sind angewiesen auf die Tätigkeit dieses Nachrichtendienstes zum Staats- und Verfassungsschutz, aber auch zum Schutz vor Terrorismus. Sie wissen, dass um Weihnachten ein Anschlag geplant war in Wien. Sie wissen, dass durch die Tätigkeit auch der DSN das verhindert worden ist. Das heißt, das ist eine hocheffiziente Organisation, die neu aufgestellt wurde mit neuer parlamentarischer Kontrolle und die unser aller Vertrauen wirklich verdient. Und auch mit einer Kontrollkommission, die jetzt tätig wird und wo auch ganz wichtig ist, dass die gestärkt wird. Und was auch natürlich ganz auch eine Frage ist, der wir viel nachgehen, ist, wie das Personal aufgestellt ist. Weil wir erlebt haben in den letzten Jahren, ÖVP-InnenministerInnen, dass gerade im BMI Postenkorruption virulent war und das natürlich noch leichter ist in einem so abgeschlossenen System wie einem Verfassungsschutz. Und da gilt es auch, kontrollierend tätig zu sein und da wird auch die Kontrollkommission. Ich weise das zurück. Postenkorruption im Innenministerium, sagen Sie so. Es hat zwei Untersuchungsausschüsse gegeben. Den letzten ÖVP-Ausschuss, wo das alles untersucht wurde. Es ist nichts herausgekommen. Sie können das hier nicht behaupten im Schutz der Immunität und sagen, Postenkorruption im Innenministerium. Bei der mangelnden Selbstreflexion habe ich die Sorge, dass sich wenig ändern wird, dass wir wirklich ein Innenministerium bekommen, wo die professionellsten, die kompetentesten Menschen an den Hebeln sitzen und auch wirklich ein Problembewusstsein herrscht, dass wir endlich wehrhaft werden, egal welchen Bedrohungen gegenüber, aber insbesondere der russischen. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich nicht nur zu Hause vor dem Fernseher. Ein letztes Wort, weil die Frau Kollegin ja auch im ständigen Unterausschuss des Innenausschusses ist, wo das alles diskutiert wird. Sie wissen, wie personell die DSN aufgestellt ist.
hochprofessionell. Ich finde es wirklich nicht in Ordnung, das zu diskreditieren. Herr Stocker, aber dass das Vertrauen erschüttert würde, weil nämlich Kontrollmechanismen im Innenministerium jetzt unter FPÖ-Innenminister oder ÖVP-Innenminister ja offenkundig nicht funktioniert haben, verstehen Sie? Also Moment, Kontrollmechanismen nicht funktioniert haben. Das BVD wurde zerstört, mutmaßlich unter Beteiligung von Egisto Ott, der jetzt in dem Verdacht steht, ein russischer Spion zu sein. 7 Jahre lang? Ja, ich weiß nicht, ob es 7 Jahre oder länger oder kürzer sind, das kann ich nicht sagen. Was ich weiß ist, dass Datenträger widerrechtlich ausgewertet worden sind, den Eigentümern der Datenträger gesagt wurde, nicht wiederherstellbar, und diese doch wiederhergestellten Daten offensichtlich an das Ausland oder auch in die Innenpolitik hinausgespielt wurden und verwendet worden sind. Jetzt kommen wir nochmal zu unseren Zuseherinnen und Zusehern und auch zu mir. Dass Sie sich ja nicht einig sind in der Sichtweise, war klar. Aber was nehmen wir jetzt mit als Konsequenz, wenn es sich dabei wirklich um eine Staatsaffäre handelt? Sie sagen Untersuchungsausschuss, eine unabhängige Kommission. Herr Stocker. Untersuchungsausschuss, die Frau Kollegin weiß, dass in der derzeitigen Legislaturperiode das nicht mehr möglich ist, rein aus Fristgründen. Nach der Wahl? Das heißt, nach der Wahl können wir gerne darüber sprechen, ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, dass es tatsächlich aufgeklärt gehört, nämlich auch die politische Verantwortung für die Zerstörung des Geheimdienstes, die Schaffung eines neuen unter FPÖ-Ägide mit Egisto Ott in führender Rolle. Das alles sollte man aufklären, auch die Rolle, die andere hier in diesem Verbindungsnetzwerk genannte gespielt haben, Hans-Jörg Jennewein, Peter Pilz, sind alle bekannt. Frau Crisper, wir bräuchten den Untersuchungsausschuss dringend nach der Wahl und wenn sich eine Regierung gebildet hat. Aber da frage ich mich schon, wenn Sie die FPÖ jetzt endlich vermeintlich als Sicherheitsrisiko wahrgenommen haben, wie geht dann eine Koalition mit der FPÖ? Muss sich schon die Frage stellen, wie sehr Sie hier in Selbstreflexion gehen und auch eine Aufklärung möglich ist, wo es doch die Zeit betrifft, wo die ÖVP das Innenministerium in der Hand hatte. Da machen wir hier einen Punkt, da werden Sie sich bestimmt nicht einig. Aber wir nehmen mit, die ÖVP sagt, nach der Wahl soll es einen Russland-Untersuchungsausschuss geben. Dann reden wir darüber, natürlich. Das nehmen wir mit. Ich sage danke, Frau Crisper, ich sage danke, Herr Stocker, für den Besuch im Studio. Und jetzt machen wir einen Sprung, einen großen Sprung Richtung Westen nach Tirol. Und zur Frage, warum tickt Innsbruck politisch so anders, wie allein die Länge des Wahlzettels kommenden Sonntag zeigt? Gleich 13 Listen und 13 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um den Einzug in den Gemeinderat und den Bürgermeistersessel. Darunter der frühere ÖVP-Staatssekretär Florian Turski, unter anderem gegen seinen einzigen ÖVP-Kollegen und Ex-Vizebürgermeister Anzengruber, sowie gegen den Titelverteidiger Georg Willi, den bisher einzigen grünen Bürgermeister einer Landeshauptstadt, dessen Stadtkoalition wiederum nach nicht einmal 3 Jahren zerbrach. Stellt sich die Frage, warum wird in der Innsbrucker Stadtpolitik derart gestritten? Miriam Ressi und Jürgen Klatzer liefern uns einen Überblick. Was ist kommenden Sonntag zu erwarten? Innsbruck, eine Stadt, die mit Bergpanorama und einer pittoresken Altstadt wirbt. Weit weniger idyllisch zeigt sich die Stadtpolitik in den letzten Jahren. Der Gemeinderat ist zersplittert, die Koalition vor 3 Jahren zerbrochen. Am Sonntag wird gewählt. Die Parteien versprechen einen Neuanfang. Aber da ist viel Beleidigtheit, Gekränktheit, Missgunst. Er hat nichts weitergebracht. Unter ihm heißt Stillstand. Der Anzengruber hat sich bereits für die Linkskoalition von Georg Willi entschieden. Mei, es sagen viele Leute viele Dinge. Ich weiß, dass ich nicht darüber gesprochen habe. Die Grünen mobilisieren mit prominenter Unterstützung der grünen Klimaschutzministerin in ihrem Prestigeprojekt, einem der wenigen, das der amtierende Bürgermeister Georg Willi durchbringen konnte. So zumindest sieht es die Opposition und kritisiert Stillstand. Die behaupten einfach die Unwahrheit. Es ist enorm viel weitergegangen, nur wurden entscheidende Projekte verhindert. Es wurde verhindert, eine neue Wohnungsvergaberichtlinie, die wir dringend brauchen für leistbares Wohnen. Und viele andere coole Sachen mehr. Und die jammern über ihre eigenen Verhinderungen. Es ist traurig. Im Zentrum Innsbrucks geht die FPÖ mit traditionellen Kircherl ins Wahlkampffinale. Vor 6 Jahren wurden die Blauen hinter den Grünen zweitstärkste Kraft. Das Ziel für diese Wahl ist klar. Spitzenkandidat Markus Lassenberger soll Willi vom Bürgermeistersessel stoßen. Man muss die Dinge nennen, wie sie sind.
dass der Herr Bürgermeister Georg Willi nicht geeignet ist als Bürgermeister, hat er 6 Jahre lang bewiesen. Er hat nämlich das ganze Chaos, das in Innsbruck herrscht, verursacht. Er hat nichts weitergebracht. Unter ihm herrscht Stillstand und das freie Spiel der Kräfte. Und somit ist auch er als Bürgermeister ein Problem für die Stadt Innsbruck. Und das haben wir ganz klar benannt. Noch vor 6 Jahren ging Georg Willi bei der Wahl als strahlender Sieger hervor. Doch in der Koalition brodelte es. Die Vizebürgermeisterinnen wurden abgewählt. Die Chance nützte der Blaue Markus Lassenberger, der überraschend an Willis Seite gewählt wurde. Ein No-Go für den Grünen, die Koalition zerbrach. Verkompliziert wurde die Stadtpolitik durch diverse Abspaltungen. Es entstand ein Wildwuchs an Fraktionen. Im vergangenen Herbst gab es den Versuch, das historisch gespaltene bürgerliche Lager zu einen. ÖVP, Seniorenbund und Für Innsbruck firmieren nun unter der Liste das neue Innsbruck, angeführt vom ehemaligen Staatssekretär Florian Turski. Der damalige ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber sah sich übergangen und gründete seine eigene Liste. Ja, jetzt Innsbruck. Nach der letzten Wahl waren die Grünen noch die stärkste Fraktion. Doch 3 Mitglieder gründeten ihren eigenen Club, Lebenswertes Innsbruck. Im Jänner dockten die Abtrünnigen an den bürgerlichen Zusammenschluss unter Turski an. Bei den Blauen ging es verhältnismäßig ruhig zu. Ihnen kam nur 1 Mandatar abhanden. Die SPÖ teilte sich nach einem Richtungsstreit. Die frühere Spitzenkandidatin trat aus und der ehemalige SPÖ-Clubchef gründete für die kommende Wahl die Liste Die Unabhängigen Innsbruck. Bei der Gemeinderatswahl treten noch weitere 7 Listen an. Insgesamt können die Innsbruckerinnen und Innsbrucker also zwischen 13 Listen und 13 Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten wählen. Das Gedränge auf dem Wahlzettel ist auch auf Innsbrucks Straßen und Plätzen spürbar. Und so begegnen sich die Kontrahenten mit Unterstützung von Bund und Land auf der Wahlkampftour. Machen wir einen Tausch? Ja, ja. Tausch mal, wenn wir ein Tauschgeschäft. Ja, ich habe einen Bürgermeister im Angebot. Nein, den haben wir jetzt schon gehabt, jetzt also brauchen wir einen Eichen. Das sag ich. Die Parteien haben Umfragen zur kommenden Wahl beauftragt und nutzen diese auch für die Zuspitzung. Georg Willi warnt vor einem blauen Bürgermeister. Markus Lassenberger vor einer 2. Amtsperiode von Georg Willi. Geprägt war die grüne Amtszeit vom sogenannten freien Spiel der Kräfte. Seit 3 Jahren muss man für jede Abstimmung neue Mehrheiten finden. Ich habe es recht gut gefunden, weil so hat jede Fraktion im Gemeinderat die Chance gehabt, für ihre Ideen zu brennen und für ihre Ideen Mehrheiten zu sammeln. Diese Chance hat man bei einer Koalition gar nicht, weil die Koalition meistens nur das macht, was sie gern hätten und die anderen einfach außen vor lässt. Die Chefreporterin der Tiroler Tageszeitung ortet Nachteile. Das Beispiel Innsbruck zeigt aber, dass das freie Spiel der Kräfte oft darin endet, dass sich gar nichts mehr umsetzen lässt oder kaum etwas umsetzen lässt. Und das ist natürlich das, was Georg Willi jetzt abträglich ist, weil die grüne Handschrift, da muss man schon ganz, ganz, ganz genau hinschauen und willig sein, damit man die erkennt. Fern von Streitereien sieht sich Florian Turski. Der Ex-Staatssekretär wechselt vom Wiener Politparkett auf den Innsbrucker Bozner-Platz. Für ihn Sinnbild der Baustelle Stadtpolitik. Aber wie soll der Neuanfang gelingen? Es hat zu wenig menschelt in der letzten Zeit. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, wenn man zusammenkommt, vielleicht am besten auf einer Hütte, wo das Handy nicht funktioniert, einmal ein Wochenende miteinander verbringt. Und jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich Erlebnisse, die es auf Hüttenwochenenden gibt. Normalerweise schweißt es ganz gut zusammen. Und danach geht man mit einer größeren Vertrauensbasis auch in eine solche Legislaturperiode. Entsprechend der neuen orangen Parteifarbe wirbt Turski mit Karotten um Wählerstimmen. Bei der abgespaltenen Liste Ja, jetzt Innsbruck verteilt man Radieschen. Frische Radieschen aus familieneigener Produktion von meiner Schwester, gell? Was unterscheidet die frisch gegründete Liste sonst noch von ihrer ehemaligen politischen Heimat, ÖVP? Mein Team und ich sind nicht für Extreme zu haben und auch nicht für starke ideologische Richtungen. Wir sind zentral für die Bürger da, für die Menschen in unserer Stadt. Und das unterscheidet uns sehr stark von der ÖVP. Fest steht, die Liste von Johannes Anzengruber könnte die Erfolgschancen von Turskis Liste Das neue Innsbruck deutlich schmälern. Leider war die ÖVP Innsbruck nicht bereit dafür, einen breiten Prozess zu machen, vor allem die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und ihre Mitgliederinnen und Mitglieder. Und dann hat man mich entsprechend rausgeschmissen.
Aber es gibt auch eine andere Version. Ja, diese Entscheidung hat er leider selber getroffen. Es hat das Agreement gegeben, dass beide beim Stadtparteitag antreten. Er hat sich dann scheinbar selber keine Chancen hier ausgemacht und hat bewusst eine eigene Liste gegründet. Und das ist zu akzeptieren. Aber natürlich ist er wahrscheinlich der beste Wahlkampfhelfer von Georg Willi. Strategisch hat es durchaus auch für mich Vorteile, weil dieses Lager gespalten wird. Und der Umgang der ÖVP mit dem ehemaligen Vizebürgermeister zeigt ja, wie die gestrickt sind. Nicht sehr charmant. Entscheidend für die Bürgermeisterwahl seien auch die Nichtwähler, so Politikwissenschaftler Marcello Jenny. Hier im Stadtteil Wilten haben 2018 nur knapp 38% ihrer Stimme abgegeben. In ganz Innsbruck waren es rund 50%. Gelingt es den Parteien, die Nichtwähler dieses Mal besser anzusprechen? Man kann nicht sagen, dass sie sich nicht bemühen. Vielleicht bemühen sie sich nicht auf ideale Art und Weise, aber dass sie viel Energie und Geld reinstecken, vor allem, das ist offensichtlich. Wenn ich mir so die Summen ansehe, die genannt wurden, von Seiten der verschiedenen Listen, was sie für die Innsbruck-Wahl ausgeben, dann sind wir in der Größenordnung einer Landtagswahl. Was bleibt vom Wahlkampf? Kann die Stadtpolitik befriedet werden oder sind die Fronten verhärtet? Was schätzen Sie denn an Ihrem Gegenkandidaten Markus Lassenberger? Inhaltlich ganz wenig. Was ich an ihm schätze, ist, man kann sich mit ihm ganz normal unterhalten. Und also, er hat geordnete Umgangsformen. Was schätzen Sie an Georg Willi? Ich muss ganz ehrlich sein, nach den 6 Jahren leider nichts mehr. Was ich an Herrn Anzengruber schätze, ist, dass er sicher, genauso wie ich, daran interessiert ist, dass es in dieser Stadt besser weitergeht. Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Ihm geht es hauptsächlich um sich. Mir geht es um diese Stadt. Ich habe durchaus jetzt ein gutes Einvernehmen mit ihm. Wichtig ist, dass man die Sache voranstellt, dass man es ernst meint mit unserer Stadt. Und wenn der Florian Turski reif dafür ist, ist er auch gerne mit dabei. Ideen für ein neues Miteinander gibt es viele. Mit der Umsetzung wird man sich wohl erst nach der Wahl am Sonntag und nach der Bürgermeisterstichwahl in knapp 3 Wochen beschäftigen. Und nach der Innsbruck-Wahl wartet schon die nächste, die EU-Wahl, und dann im September die Nationalratswahl. Und damit Wahlkampf nonstop, in dem mittlerweile leider Falschinformationen Hochkonjunktur haben. Wie groß ist die Gefahr, dass dadurch Wahlen beeinflusst werden? Wie gehen wir damit im journalistischen Alltag um? Und wie können Sie selbst sogenannte Fake News in den sozialen Medien besser erkennen, um auch bei Bildern und Videos die Realität von Lügen und Manipulationen zu unterscheiden? Das zeigen uns jetzt Laura Franz und Julia Ortner. Die Userin Käthe hat sehr, sehr viele Fragen an Medienleute. Ein Ablenkungsmanöver, erklärt die Faktencheckerin. Man sieht da den Account Käthe, so hat er sich selbst genannt, auf Twitter. Und der stellt in ganz kurzer Zeit extrem viele Anfragen an Medien mit der Bitte um Hilfe, ob etwas eine falsche oder richtige Information ist. Und wie man jetzt anhand der großen Menge an immer gleichen Anfragen stellt, sieht man, dass da eher eine Taktik dahinter steckt. Diese mutmaßlich aus Russland gesteuerte Online-Kampagne hat zuletzt mit Massenanfragen versucht, westliche Medien zu verwirren und falsche anti-ukrainische Informationen zu verbreiten. Die Problematik ist da natürlich, dass man erstmal Ressourcen reinstecken muss, um zu erkennen, ob das jetzt ein authentischer Hilferuf quasi ist oder ob das ein botgesteuertes Netzwerk ist. Und damit sind dann einfach Journalisten beschäftigt, erstens mal rauszufinden, von wem kommt die Anfrage, und erstmal zu bemerken, hey, das ist ein systematischer Versuch, und dann auch zu schauen, aber hat er vielleicht trotzdem Früchte getragen, müssen wir es vielleicht trotzdem uns damit beschäftigen, weil es vielleicht wirklich viele Leute gesehen und geglaubt haben. Hier im Wiener Büro der Agence France-Presse analysiert und berichtigt man Falschinformationen von Social-Media-Plattformen. Eva Wackenreuther und die anderen im Faktencheck-Team werden 2024 besonders viel zu tun bekommen. Laut dem Weltrisikobericht des Weltwirtschaftsforums sind Desinformationskampagnen und Fake News, die auf künstlich generierten Bildern und Videos basieren, das größte Risiko in diesem Jahr mit weltweit mehr als 80 Wahlen. Bis hin zu jenen in den USA mit der voraussichtlichen Auseinandersetzung Joe Biden gegen Donald Trump.
Zuvor könnte Europa im Zuge der EU-Wahlen auch ein bevorzugtes Ziel für Störkommandos sein, sagt Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Mit Österreich als Nebenfront der Fake-News-Schlacht. Aber nicht, weil man bei uns moralischer oder ethisch hochstehender ist, sondern weil es da selbst für die größeren Parteien um 4, 5 oder 6 Mandate von insgesamt über 700 geht. Da lohnt sich der Aufwand nicht. Aber es gibt natürlich Kräfte, die das Europäische Parlament als solches im Misskredit oder entscheidungsunfähiger machen wollen. Extremisten beispielsweise könnten sagen, wir stärken durch künstliche Intelligenz, durch Schmutzkübelkampagnen Parteien, die im Prinzip die EU ablehnen oder die auch reine Satireparteien sind. Oder ich führe eine Zersplitterung der Mehrheitsverhältnisse herbei, was natürlich das EU-Parlament und damit die ganze EU schwächt. Mit einer Flut an Fake News und KI-Bildern im Netz ist also zu rechnen. Der Wirtschaftsinformatiker Jürgen Pfeffer erforscht Social-Media-Plattformen und ihre Wirkung auf die Gesellschaft. Er verweist auf grundlegende Fragen. Was wir aus der Forschung beobachten, ist diese generelle Aufmerksamkeit auf die nächste neue Technologie halt immer sehr groß ist und dass die darunterliegenden Fragen eigentlich viel essentieller sind, nämlich was machen diese Technologien mit uns als Individuum, wo nehmen die uns in Wirklichkeit jetzt schon Teile unserer Selbstbestimmung weg, was hat das für Auswirkungen eigentlich auf Gesellschaften, auch auf Meinungsfreiheit, auf demokratischen Diskurs. Und ich glaube, dass wir das auch auf dieser Ebene betrachten müssen, um das Ganze auch ernster zu nehmen. Das ist eben nicht nur ein Spiel online, wo jetzt die eine gegen die andere irgendwelche Fake News ins Rennen werfen, sondern ich glaube, hier geht es echt um die Grundfeste unseres Zusammenhalts. Technologien wie künstliche Intelligenz versucht die EU mithilfe des AI Act zu regulieren und die Plattformen mit dem Digital Services Act in die Verantwortung zu nehmen. Das Ziel? Mehr Kontrolle und Transparenz. Gerade bei X, vormals Twitter, ortet die Union große Probleme mit Bots, die Fake News produzieren. Ende Dezember hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen X eingeleitet, wegen der Verbreitung illegaler Inhalte. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz fordert ein Verbot der AfD. Auch das ist ein Fake-Video, das vielfach geteilt wurde. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Markus Zimmer beschäftigt sich als Marktforscher mit Social Media. In der Praxis sei vor allem die wachsende Geschwindigkeit der Desinformationsflut ein Problem. Falschbehauptungen, Deepfakes, was es da alles gibt, wenn die mal quasi publiziert worden sind, dann ist der Schaden eben angerichtet, dann haben das viele Hunderte oder sogar 100 Millionen Leute gesehen. Und dann ist es relativ schwierig, Stunden später über Faktencheck oder über Löschen der Beiträge das Thema wieder gerade zu rücken, weil gerade auch die User, Userinnen, die Botschaft gesehen haben, dann oft gar nicht mit dem tatsächlichen Faktencheck wiederum konfrontiert werden. Ein Dilemma, das Teil des Berufsalltags von Medien ist. Dabei sei in diesem Wahljahr vor allem die Menge und die Qualität der Desinformation eine neue Herausforderung. Früher haben wir vielleicht eine Person gesehen, die das gezielt eingesetzt hat, einen großen Aufwand dafür hatte, ein bisschen ein Vorwissen benötigte, während mit so einer Software das eigentlich jeder ziemlich schnell machen kann. Und das heißt auch, dass ein bisschen der Eindruck entsteht, dass es sowieso schwierig ist, echt von unecht zu unterscheiden. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht in die Falle tappt, dass man sowieso sagt, naja, jetzt mit KI, es ist ja sowieso unmöglich, die Wahrheit rauszufinden. Ich glaube, die Gefahr ist hier fast weniger, ob wir jetzt die individuelle Nachricht glauben oder nicht. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir als Konsumierende von Medien am Ende des Tages gar nichts mehr glauben. Und das ist natürlich ein Problem, weil funktionierende Medien schon ein relevanter Bestandteil funktionierender Demokratien sind. Das heißt, wenn Politikerinnen und Politiker auf alles, was ihnen nicht gefällt, mit dem Satz Fake News antworten, haben wir natürlich am Ende, dass die Menschen dann gar nichts mehr glauben. Und das ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt natürlich ein Problem. Vertrauensverlust durch Desinformation. Das droht auch im US-Wahlkampf. Bereits bei den Vorwahlen in New Hampshire kam es zu Fake-Anrufen, bei denen die Stimme von Joe Biden durch KI generiert wurde. Zuletzt wurde Popstar Taylor Swift, eine bekennende Demokratin, Opfer einer riesigen Deepfake-Kampagne, die gefälschte, pornografische Bilder von ihr auf X verteilte. Und dennoch, trotz der dunklen Seite der Social-Media-Plattformen,
Die Politik könne heute gerade in Wahlkampfzeiten nicht mehr auf Instagram, TikTok und Co. verzichten. Von der Grundidee wäre es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht zu sagen, okay, wir machen weniger oder gar nichts in den sozialen Medien. In Wirklichkeit ist aber dann keine Wahl zu gewinnen. Also die Plattformen haben sich so etabliert, eben mit auch den Vorteilen, die solche Plattformen bieten. Ich kann ganz zeitnah, sehr kurzfristig Botschaften platzieren, habe hohe Reichweiten, kann sehr zielgruppenspezifisch Inhalte platzieren. Also ich glaube, da überwiegen für die Parteien eindeutig die Vorteile. Mehr Medienkompetenz und Aufklärung seien wichtig. Mangelnde Bildung wäre aber nicht der einzige Grund, warum Menschen empfänglich für Fake News sein können. Wenn man Studien macht, dann sagen 3/4 bis 4/5, ja, das ist mit Fake News, Desinformation, künstliche Intelligenz, die missbräuchlich verwendet wird, ein Problem. Da würde man meinen, wenigstens Problembewusstsein ist da. Wenn man aber die Zusatzfrage stellt und du persönlich, bist du da auch betroffen, kannst du darauf reinfallen, dann sagen plötzlich wieder 2/3, nein, ich doch nicht, das betrifft immer nur die anderen. Sobald man als Userin oder User merkt, dass man besonders emotional auf eine Social-Media-Meldung reagiert, rät die Faktencheckerin zur Vorsicht. Im Moment, wo ich schon mal skeptisch bin oder denke, könnte jetzt vielleicht gar nicht stimmen und dann einen einfachen Rechercheschritt mache, dass ich zum Beispiel auf seriöse Webseiten gehe und schaue, was denn der offizielle Stand der Wahlauszählung zum Beispiel ist, dann komme ich eigentlich eh oft schon weit. Mehr Nüchternheit statt zu viel Emotion. Gerade im großen Wahljahr 2024 wohl eine Herausforderung für alle. Ein super Wahljahr, durch das wir Sie gerne und verlässlich begleiten. Für heute aber ein großes Danke von uns allen hier fürs Zusehen. Ich freue mich auf Sie nächsten Dienstag. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche.